Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat eine Beschwerde von Reporter ohne Grenzen gegen die Massenüberwachung des Bundesnachrichtendienstes zur Entscheidung angenommen. In dem Verfahren werfen wir dem BND vor, er habe im Rahmen seiner strategischen Fernmeldeaufklärung unseren E-Mail-Verkehr ausgespäht, beispielsweise den mit ausländischen Medienschaffenden und anderen Kontakten. Damit hätte er die Menschenrechte aller Beteiligten verletzt. Konkret geht es dabei um das Recht auf Privatsphäre und vertrauliche Korrespondenz, auf Informations- und Meinungsfreiheit und das Recht auf wirksame Beschwerde. Jedes Jahr durchforstet der BND hunderte Millionen von E-Mails ohne einen konkreten Verdacht gegen die miteinander kommunizierenden Personen. Mithilfe von Suchbegriffen, das können E-Mail-Adressen sein oder konkrete Schlagwörter, grenzt er die Trefferzahl auf einige tausende E-Mails weiter ein, die dann von Mitarbeitenden des BND gelesen und ausgewertet werden. Letztendlich erklärt der BND davon gerade einmal ca. 100 E-Mails, wie im Jahr 2013, auf das wir uns in der Beschwerde beziehen, für tatsächlich relevant. Aus diesem extremen Missverhältnis ergibt sich ein ungerechtfertigter Eingriff in die Grund- und Menschenrechte. Besonders problematisch ist dabei, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die Kommunikation von Medienschaffenden betroffen ist, die, so will es das Gesetz, eigentlich besonders für Überwachung geschützt sein sollte. Im Jahr 2016 wurde in Deutschland eine entsprechende Klage vom Bundesverwaltungsgericht unzulässig erklärt, mit der Begründung, wir könnten unsere eigene Betroffenheit dem Gericht nicht nachweisen. Weil der BND in geheimen arbeitet und die Betroffenen fast nie, auch nicht im Nachhinein, informiert werden, versagt uns das Gericht faktisch das Recht auf wirksame Beschwerde. Darin liegt die Bedeutung des Verfahrens vor dem EGMR. Gibt das Gericht uns Recht, hätte dies große Signalwirkung für mehr Transparenz, für Informationsrechte und für die Notwendigkeit, die Massenüberwachung des BND endlich demokratisch einzuschränken.